Ja, ich habe mal wieder eine Werbung auf Instagram zerpflückt. Ich habe diese Herzensmensch-Dingsbums da bekommen, habe gedacht, das guckst du dir jetzt nochmal an und guckst, ob das nicht schon wieder Scam ist. Scam ist eine Webseite, die euch, keine Ahnung, vormacht, zu sein, was sie nicht ist. Vermutlich nicht existiert. Aber hier ist es wohl so, dass, lange Rede, kurzer Sinn, passt auf. Das ist die Webseite herzensmensch.de. Ja, DE suggeriert also eine deutsche Firma. Ne? Klar. So. In Kanada registriert. Ja. Und wenn man jetzt hier auf deinherzensmensch.de geht, ein bisschen wartet, das dauert immer eine Weile, dann sieht man hier NS Cloud Google Domains. Also man sieht hier auch nicht, wem die gehört. Deinherzensmensch.de ist also verschleiert. Verschleiert, ja. Es läuft über eine Cloud. So, weit so gut. Ihr wisst also nicht, wer das ist. Also sucht man ein Impressum. Und das haben die mehr oder weniger. Und zwar das ist die anscheinend. Jetzt gucken wir mal, wer das ist. Grafik im neuen Tab öffnen. Zack. Google eingeben. Herz. Auf das Bild gehen. Bildlink einfügen. Zack. Bildquelle suchen. So. Die ist also bei der Sparkasse Köln-Bonn. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wo ist sie denn? Da. Da ist sie. Also könnt ihr schon mal denken, ne? Das ist. Hier sagt sie ja, wenn ich sehe, wie meine Marke Herzensmensch immer größer wird. Ja? Ist aber bei Safif mein Blog für sie? Das ist sie vielleicht sogar. Mal gucken. Nee, das ist sie auch nicht. Die benutzt das Bild auch. Das ist wahrscheinlich, ja, weiß schon Bescheid. Ein Stockfoto. Die Medicum Pharma benutzt es. Brigitte benutzt es. Liberty Wohnen benutzt es. Also Schmarren, ja. So. Spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken klingeln. Spätestens jetzt solltet ihr wissen, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Im Jahr 2016 hatte ich die Idee eines Online-Shops für Schmuck. Also das spätestens jetzt. Sandra. Sandra Bellini, CO von Herzensmensch. Ja, vergiss es. So. Dann gibt es hier doch ein Impressum. Nämlich hier. Guck mal. DKS Group Limited. Limnaria 1 Westpark Village Shop 20 auf Paphos. Paphos ist auf Zypern. Und genau das hier habe ich in. Aber oh, die haben ja auch noch. Die haben auch noch Facebook, klar, muss man heute haben. 112 Bewertungen, die man nicht anklicken kann. 11.000 Leuten gefällt das und die haben 11.000 Follower. Seltsamerweise gleicht sich das da fast, ja. Also die sind natürlich gekauft. Und die haben natürlich auch hier 6.000 Follower. Alles Käse, ja, das ist alles Käse. So, ich habe also diese Adresse genommen und habe sie eingegeben. Und dann herausgefunden, Limnaria 1 ist ein Wohnpark. Ein Wohnpark auf Zypern. Und ich weiß aber nicht genau, was das mit diesem Shop soll. Denn, guck mal, Epi Holdings, Westpark Village, Shop 20. Sevim Consulting, Shop 20. Und hier kann man sagen, auch nochmal gucken, in den USA registriert. Dann machen wir das gleiche wie vorhin. Sevim Consulting, Wix.com. Ja, das ist also auch anonym. Ja.
auch anonym. Dann haben wir hier onlinekongress.info. Da machen wir das Gleiche. In Frankreich registriert. Hier. Privacy. Auch anonym. Dann haben wir Emanuel Örk. Vielleicht ist der zumindest in Dänemark registriert. Vielleicht ist der ja so ehrlich und sagt uns, wer er ist und wo er herkommt. Privacy. Ja, dann ist, es geht weiter. Webdesign. Das, die Firma heißt irgendwie, keine Ahnung, auch Shop 20. Dann haben wir hier nochmal Shop 20. Was will der sein? Wechseln Sie Ihren Steuerberater. Dann haben wir Pro Charisma, auch im Shop 20. Dann haben wir Epi Holdings, hatten wir gerade schon mal. Dann haben wir Bravo Design, auch im Shop 20. Alle unter der gleichen Adresse. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die Telefonnummern sogar gleich sind. Das wäre natürlich der Hammer, ne? So, Achtung. Man kann es wahrscheinlich bereits erraten. Privacy. Ja. Ja, das ist... Dann haben wir hier Meinhard Buntschuh, auch im Shop 20 auf Zypern. Evoflix Shop 20. Ich könnte ewig so weitermachen. Mit Freude zur persönlichen Wunschfigur, auch Shop 20. Die sind alle im gleichen Haus, unter dem gleichen Dach, diese ganzen Firmen. Vielleicht kriegt jemand von euch raus, was das hier ist. Weil ich kam jetzt gerade mit der Briefkastenfirma. Oder ein Dings. Wie heißt das? Ein Postoffice vielleicht, ja? Mit diesen Briefkästen, wo man da halt hinschicken kann. Lange Rede, kurzer Sinn, kauft da nichts. Ja, kauft da nichts. Okay? Kauft da nichts. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht.